Ja. Hallo Theo. Hi. Wie war deine erste Woche bei Slovan nach 9 Jahren Bundesliga? Das war sehr schön, sehr intensiv. Und ja, fast wie jede erste Woche in Vorbereitung, ziemlich hart. Hast du die Stadt Liberec auch vermisst? Ja, doch, aber natürlich jetzt. Ich hatte nicht so viel Zeit in der Stadt zu sein. Ich bin eigentlich nur zu Hause oder im Stadion oder auf dem Platz. Ja. Wie sehr freust du dich, dass du wieder bei Slovan spielst? Ja, ich bin froh, dass das hat geklappt. Und ich habe schon deutlich mehrmals gesagt, dass für mich ist der Kreis schließt sich mit diesem Zurückkehren. Und ja, deswegen bin ich froh, dass es hat geklappt. Wie war dein erstes Aufeinandertreffen mit Michael Rabuschitz? Ihr seid ja 2012 Meister geworden und ich habe auch gerade gesehen, ihr seid sehr gut befreundet. Ja, natürlich. Also mit Rambo war ich immer in Kontakt über die Jahre und ich bin froh, dass er da ist und auch, dass unser Zeug war da ist und alle anderen Leute im Verein, die haben sich nicht getauscht, alle sind da eigentlich. Was wirst du aus Bremen oder von Werder Bremen besonders vermissen? Viel, viel. Die Menschen im Verein, Menschen in der Stadt und natürlich die Vereine auch selbst. Und ja, der Alltag da auch. Es ist natürlich 9 Jahre in einem Ort und es wird bestimmt dauern, dass ich eingeboren mich wirklich hier wieder, aber bin mir sicher, dass ich finde irgendwann Zeit nach Bremen zu kommen und ja, die Leute zu besuchen und vielleicht auch Fußball schauen. Was sind deine persönlichen und privaten Ziele für die nächsten Jahre? Gesund zu bleiben und sehr viele Spiele möglich zu spielen und erfolgreich zu sein und ja, alle anderen jungen Spieler zu helfen, sich weiterzuentwickeln und Hauptsache gesund zu sein und das wird gut dann. Also wirst du den jungen Spielern auch etwas beibringen und ein bisschen Fußballlehrer sein? Na, aber ich glaube, mit meiner Erfahrung kann ich schon ein bisschen weiterzugeben. Zurück zu deinem Transfer, da gab es ja ein sehr schönes Video. Wie war die Produktion dieses Videos? Wie war der Dreh? Spaß gemacht und wir sind, ich glaube, alle froh, dass es gut funktioniert und wir haben ein gutes Feedback bekommen. Hättest du erwartet, dass alle deutschen oder deutschsprachigen Sportmedien darüber berichten? Nein, nicht, aber das spricht dafür, dass wir haben das ziemlich ordentlich gemacht. Also hast du Slovan jetzt ein bisschen berühmter gemacht durch deine Rückkehr? Vielleicht doch, ja. Würdest du abschließend noch irgendwas an deine deutschsprachigen Fans von Werder Bremen oder von Slovan sagen wollen? Ja, wäre schön, dass jetzt viele Werder-Fans würden jetzt auch ein bisschen Slovan verfolgen. Und weil ich glaube, das sind beide geile Vereine und ich glaube, selten wir werden gleichzeitig spielen. Super, danke. Bitte schön.